Ich wollte gerade ein Identity 5 spielen und dann fällt mir ein, ich schulde euch ja noch ein Video zum neuen Killer. Hunter, whatever. Ihr wisst, was ich meine. Weil ich ja eh noch meine 3 Siege pro Tag brauche. Das hier ist er. Eine Gärtnerin, deswegen muss ich zu abnormal wechseln. Weil es sonst keinen Sinn hat. Ich brauche die Stühle. Um zu gewinnen, logischerweise. Gestern wollte ich eine Runde spielen und dann hat mir der Ping einen Strich durch die Rechnung gemacht. Da hat es ja so dermaßen was geleckt. Das Spiel ist halt immer noch, was Ping angeht, echt armselig dran. So, seine Fähigkeit zeigt sich erst, wenn wir so ein bisschen Power gesammelt haben. Jetzt im Moment können wir nur Tentakel kontrollieren. Also ihr seht die Fähigkeit ganz rechts, das ist ein Tentakel, der aufgetaucht ist. Den können wir kontrollieren, dass er zuschlägt. Das ist meine neue Musik. Wo? Ach da. Der hat sich da echt versteckt. Ich dachte schon. Jetzt haben wir die zweite Fähigkeit. Aber er wird noch stärker. Im Moment ist er noch recht schwach. Wir brauchen wirklich den vollen Balken, damit wir voll abgehen können. Wenn der Balken voll ist, können wir unserem Tentakel befehligen. Achso, es gibt einen kleinen Trick. Wenn ihr hier so einen Tentakel aufstellt... Ah, Moment, da kommt einer. Wenn ihr einen Tentakel aufstellt, wo keiner ist, und ihr den befehligt, dass er angreifen soll, dann zeigt der Tentakel immer in die Richtung eines Survivors, der am nächsten dran ist. Also der am nächsten dran ist. Ich zeig's euch jetzt gleich mal, wenn hoffentlich keiner in der Nähe ist. Ich nehme jetzt hier den Tentakel. In der Richtung ist einer. So, wir haben jetzt die volle Leiste. Das heißt, wir können den Fluch auf einen Survivor dranhängen. Das heißt, wenn wir einen Tentakel raufbeschwören, greift er den Survivor automatisch an. Und das hält ungefähr 20 Sekunden. Finde ich schon eine sehr gute Fähigkeit von ihm. Und wie immer ist meine Regel Null Camp. Schon mächtig, ne? Er ist jetzt in zwei Tentakel reingelaufen.
Und die Tentakel spawnen, wenn sie Leute in meinem Umkreis sind. Also, wenn die in der Nähe von meinem Herzschlagradius sind. Dann kommen diese Tentakel automatisch raus. Wenn ich die allerdings so manuell hier hinsetze, so hier, dann verschwinden die nach einer Zeit. Hier ist einer. Pass auf, ich probier's mal aus. Oh. Ist schon wieder hoch. Nice. Ich liebe es, wenn Pläne klappen. Denkst du, ich bin so blöd und falle auf deine Kopie rein? Wo ist denn dieser Mercenary jetzt hin? What the fuck? War da gerade was im Boden? Da. Ja, der ist am Tentakel. Leck. Unnormal ist das einfach nur. Unspielbar, ganz ehrlich. So macht das Spiel überhaupt keinen Spaß. Es leckt einfach ununterbrochen in diesem scheiß verkackten Game, weil die ihren Ping nicht hinkriegen. Und das nach 2 Monaten nach Release. Immer noch solche Probleme. Ich versteh's nicht. Ich versteh's einfach nicht. Das ist ja eine Gärtnerin, die nicht immer gleich die Stühle wegmacht. Der Mercenary ist hier hinter. Ja, ich wollte eigentlich ihn, aber ich nehme, was ich kriegen kann. Ja, ist halt keine OP-Fähigkeit, aber immerhin ist er.
den Fluch immer noch auf ihn hinlegen. Verschwende viel zu viel Zeit. Viel zu viel. Ich springe mal nicht in den Keller, weil der Keller immer noch verbuggt ist. Was das Runtergehen betrifft. Gerade wenn man über dich gut redet. Schon wieder da hinten rum. Und freut sich ihres Lebens. Hallo? Fast tot bist. Alter, wie schnell ist der? Die andere ist nicht hier. Sonst hätte ich oben das Ohrsymbol. Mal gucken, wie weit kann man das aufstellen? Okay, da war er auch. Zwei erwischt. Hätten drei sein können, wenn die dumme Alte nicht schon wieder angefangen hätte, die Stühle wegzumachen. Aber du darfst keinen loben, das ist ja das Problem. So, da die Season bald endet, spare ich mir gerade die Würfel auf. Wir sind bei 23. Oh, die Leute gehen mich auf den Sack. Ich meine, aktuell habe ich kaum Zeit, irgendwie mit euch zu spielen. Aber ständig diese Einladung. Oh. Habe ich keine Lust drauf und keine Zeit für.
nochmal. Ein Spiegelisch. Ja, es ist wirklich so. Ihr seht ständig, ich weiß nicht, ob ihr das gerade gesehen habt, im Chat oben wird dauernd rumgemeckert über den Feaster, dass er so schwach sein soll. Er ist nicht schwach. Das Ding ist, 90% der Spieler sind Camper. Und Camper haben keinen Skill. Und dieser Charakter erfordert Skill. Ne? Warum ist er wohl schwach? Hm. Kann ich mir nicht erklären. Ja klar, weil die ganzen Lowbobs keinen Skill haben. Deswegen campen müssen. Wir hatten das bitte nicht getroffen. Hier habe ich keine Zeit, ich muss zurück zum Chen. Warum ist dieser scheiß Dash-Hit so verdammt verbuggt? Teilweise. Warum? Warum? Hat das jetzt bitte nicht getroffen? Ich kann den nicht zurücksetzen, irgendwas ist da kaputt. Verschwinde von da. Mir reicht's langsam mit diesem scheiß Drecksgardener. Sieh mal einer an, was haben wir denn hier?
Dumme Schnepfe, denkst du, ich bin blöd? Ich nehme das immer mit, wenn Gardeners drin sind. Weil das scheiß Drecks-OP Belger sind. Die sitzt immer noch am Stuhl, glaube ich. Ich sehe nur ein Rennen. Nee. Mir soll es weg sein. Von mir aus tunnel ich die sogar weg. Dann spare ich wenigstens meine Fähigkeit auf. Really? Doch nicht mehr normal, was hier trifft und was hier nicht mehr trifft. Deine Fresse. So, endlich weg. Endlich ein Balk weniger. Natürlich, sie sind zu dritt da. Wunder, dass es so schnell geht. Bedauerlicherweise hat das getroffen. Einer geht retten und der andere kriegt gleich, wenn der Generator fertig ist, einen auf den Deckel mit der Nötschelle. Boah, macht die mich wahnsinnig. Hey.
muss weg, bevor die mich sieht. Warum? Ich sollte jetzt alle Paletten gebrochen haben. Oh, warte. Nein, halt. Hallo? Hallo, warum treffen denn die ganzen Schläge nicht? Verdammt nochmal. Oh, 258 Ping mit einem Strich. Oh, es ist unglaublich laggy. Warum? Es hat doch überhaupt nicht getroffen. Überhaupt nicht. Es hat überhaupt getroffen. So rum. Finally. Meine Güte. Mein Gott. Geh jetzt da drauf. So, die Palette nehme ich noch mit. Gut, das war's mit Identity 5 für heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao.